Letzte Schulstunde findet heute im Park vor der Schule statt. Das Thema Gehorsam. Und die Lektion heißt, komm zurück. Wir starten mit dem wichtigsten Kommando in der Hundeerziehung, nämlich mit dem perfekten Rückruf. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein extrem gutes Futter, das heißt irgendwas, wo unsere Welpen richtig drauf abfahren. Ganz genau. Wir haben Käse mit dabei heute zur Belohnung. Man kann auch alternativ Bockwurst nehmen oder Fleischwurst. Und im besten Fall gewürfelt. Warum? Das zeigen wir euch jetzt gleich. Es ist wichtig, dass wir den Käse werfen und dass der wie ein flüchtendes Beutetier sozusagen über den Rasen flitzt. Das erhöht den Reiz, den Trieb des Hundes. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, ob der Ace schon verstanden hat, wie man hinter so einem Käse herjagt. Ja. Los geht's. Wir spielen den Hund ein bisschen an. Es ist meistens nicht so schwer, wenn man Käse in der Hand hat. Und dann geht's los. Ich mache erstmal nur einen ganz kurzen Wurf. Und schau mal, und wir sehen schon, der hat das schon richtig gut unter Kontrolle. Ace, anspielen, seitlich stehen, dass der Hund auf meiner Wurfarmseite sich befindet, damit er den kompletten Wurf auch nachvollziehen kann. Hier ist der Käse, dann fliegt er über den Rasen und da kann man sehr schön sehen, dass wir ein schönes Jagdspiel haben. Das funktioniert auch schon so gut, Eva, dass ich glaube, wir können schon den nächsten Schritt hier mit Ace machen. Jetzt kommt zum ersten Mal unser Signal, nämlich die Pfeife, ins Spiel. So, das heißt, jetzt gehe ich wieder in die Wurfposition und verharre. Das heißt, ich friere kurz ein. Ich will einen Spannungsbogen reinbringen und habe hier den Pfiff und unmittelbar nach dem Pfiff meinen Wurf. Und das führt dazu, dass diese Anspannung bei meinem Hund, bei diesem Signal, immer größer wird mit jedem Training. Ich würde sagen, einmal machen wir es noch mit ihm und dann holen wir uns den nächsten Welpen. Also nochmal. Aufmerksam machen, pfeifen, werfen. Ganz wichtig ist die Reihenfolge. Erst der Pfiff, dann fliegt der Käse. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie, der Hund läuft doch von mir weg, wir kommen auf jeden Fall auch noch dazu, dass wir den Hund aus den Situationen rausrufen. Aber es geht hier jetzt erstmal um die erste Verknüpfung. Und die hat er echt gut gemacht, ne? Ja, total gut. Ich bin sehr zufrieden. Wir holen uns mal den nächsten. Machen wir. Na komm. Wir machen mal weiter mit dem Watson. Da bin ich sehr gespannt, ob auch er registriert, wenn wir den Käse werfen, wo der hinfliegt. Deswegen mache ich erstmal einen ganz kurzen Wurf. Guck mal hier. So, wir zeigen ihm erstmal, was wir haben. Das führt schon zu sehr viel Interesse, wie man sieht. Jetzt kommt ein ganz kurzer Wurf. Oh, es kriegt aber schon gut koordiniert, ne? Und vor allem auch sehr dynamisch für seine Verhältnisse. Bei Watson sind wir bereit und der nächste Schritt wäre jetzt wieder unser Signal, die Pfeife. Und das Schöne ist, der kommt auch direkt wieder. So, gleiches Spiel wie eben. Positionieren. Hallo? Wir brauchen volle Konzentration auf jeden Fall. Watson hat wieder irgendwas in der Nase. Nimm lieber den Käse. So. Und. Pfiff, Käse fliegt, er darf jagen gehen. Super, Watson. Du bist ein ganz feiner, bist du. Das hat er aber wirklich überraschenderweise absolut gut hingekriegt. Ja. Ne? Ich wäre bei ihm jetzt davon ausgegangen, dass er erstmal da ein bisschen verpeilt reagiert und dass wir ein paar mehr Versuche brauchen. Aber da hat er uns überrascht. Kann auch der Musterschüler überraschen? Weiter geht's mit unserem Cooper. Der ist schon sehr aufmerksam hier bei der Sache. Die Eva wird es jetzt mal machen. Erstmal ohne Pfeife mit einem kurzen Wurf. Und auch er macht es schon ganz gut. Mhm. Braucht nur länger beim Kauen. Ne? Ja. Der genießt das ein bisschen. Ich habe schon kleiner gemacht, ja, die Stücke. Brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, die musst du noch kleiner machen. Ja. Genießer. So, ich würde fast sagen, bevor wir gleich noch eine Viertelstunde warten, bis er den Käse gefressen hat, nehmen wir jetzt schon das Signal mal mit ins Spiel. Also Cooper ist auf jeden Fall startklar. Ja. Sehr gut. Und er sprintet hinterher, total aufgeregt. Normalerweise wollen wir ja keine Aufregung bei unseren Welpen. Hier ist es mal eine Ausnahme. Hier ist es wirklich gewünscht, damit der Rückruf am Ende auch perfekt funktioniert. Super. Cooper scheint es aber auch sichtlich Spaß zu machen. Und auch Watson schaut weiterhin gespannt zu. Konzentration. Er guckt schon in die Richtung. Ja. Ja, und da konnte man es jetzt. Sehr gut. Hey. Nicht klauen. Ja, noch rechtzeitig. Du warst doch schon fertig, Watson. Du hast genug Käse. Ich habe auch nichts mehr. Aber heute einen sehr motivierten Tag hier, der Watson. Total. So kennt man ihn ja richtig gar nicht. Gut. Zeigt aber, dass das Training hier schon erfolgreich war. Und jetzt hier gerade beim Cooper konnte man auch noch mal sehen, wie stark der schon reagiert, wenn der Pfiff kommt. Der ist schon fast unterwegs. Und das beim ersten Training, das sind sehr gute Voraussetzungen. Das ist ein schlauer Hund. Ja. Der Stoff des Tages ist erledigt. Und während die Welpen schon warten, sind die Eltern im Anmarsch. Ah,
hallo. Hier gibt's gerade ein bisschen Party. Guck mal, wir haben sie schon angeleint für euch. Endlich schulfrei. Oder kommt da etwa noch was, Herr Lehrer? So, sucht euch doch mal einen Platz, macht's euch kurz noch gemütlich. Genau. Wir haben was zu essen vorbereitet. Allerdings nicht für euch, es tut mir leid, sondern für eure Hunde. Klingt ja eigentlich verlockend, aber der Welpentrainer führt bestimmt etwas im Schilde. Zum heutigen Nachtrainieren wird es das Abendessen der Welpen geben. Wir wollen noch mal trainieren, dass die Welpen nicht sofort an den Futternapf stürmen, sondern erst mal warten und ihre Besitzer anschauen. Wir wollen euch zeigen, wie man das bestmöglich macht. Und zwar am besten mit dem Watson, weil der sieht gerade sehr hungrig aus. Der könnte noch was vertragen, oder? Aber immer. Ihr kennt das zu Hause, Fütterung macht ihr ja mehrmals am Tag. Dann haben wir den Napf. Meistens sind die Hunde in dieser Phase schon sehr interessiert daran. So sollte es zumindest sein. Und dann gibt es das Futter. Wir wollen natürlich, dass das diszipliniert abläuft bei euren Hunden und dass wir wieder gleich ein kleines Blickkontakt-Aufmerksamkeitstraining integrieren. So, ich zeige euch, wie das abläuft. Das heißt, ihr habt hier euer Futter und stellt das hin. Und im besten Fall geht er jetzt nicht dran, hat er nämlich heute schon gelernt. Super, wie du es machst. Und er sucht Blickkontakt, könnt ihr hier ganz deutlich sehen. Jetzt haben wir wieder unser deutliches Jetzt. Auflösen, freigeben und dann darf er sich in Ruhe was gönnen. Und wir warten jetzt erstmal, bis der Watson hier sein Abendessen fertig hat. Und dann wollen wir natürlich auch wieder jemanden von euch noch mal sehen. Wirst du das machen heute mal mit dem Cooper? Na klar, es geht ja schließlich ums Abendessen. Also noch mal wichtig, die Hunde kriegen vorher kein extra Kommando. Nein, ne? Genau. Das heißt, du stellst es einfach runter, geht er dran, ziehst du wieder hoch. Mhm. Kommentarlos. Die Hunde sollen sich die Lösung selbst erarbeiten. Hochziehen, konsequent. So, warten. Mach nochmal. Ich glaube, jetzt geht's. Nicht. Hinstellen. Das war knapp, sehr gut. Blickkontakt abwarten. Und jetzt. Sehr gut. Genau. Die Hunde lernen hier über Versuch und Irrtum. Ne? Ja. Also von sich aus einfach das richtige Verhalten zu zeigen, das ist hier gefragt. Das ist eure Aufgabe, keine große Sache. Ich finde es aber wichtig und immer noch mal schön, dass der Welpe nachfragt, wenn es was besonders Schönes gibt, nämlich in dem Fall Futter. Und ist auch eine schöne Angewohnheit, gehört sich auch ein bisschen, finde ich. Ja, ne? Das ist ein Akt der Höflichkeit zu warten. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und damit geht's vollgefressen endlich nach Hause. Und nächstes Mal beim Welpentrainer. Die Lehrer haben Intelligenzspielzeuge für Hunde vorbereitet. Doch nicht jeder ist ein Naturtalent. Und verzweifelt selbst am einfachsten Hütchen. Außerdem, die Welpeneltern testen wieder die neuesten Gadgets für Hunde. Was ist das denn? Oh ja, willst du das haben? Ein kleiner Waschlappen.